Hey Leute, heute habe ich 10 Tipps für euch, mit denen ihr ganz einfach, ohne Stress und Druck erfolgreich abnehmen könnt. Ich selbst habe mich 30 Tage an diese Tricks gehalten und innerhalb dieser Zeit 3 Kilo ohne Sport und Verzicht auf meine Lieblingsgerichte, Getränke sowie auch Süßwaren und so weiter abgenommen. Diese Tipps könnt ihr für euch als kleine Richtlinien nutzen, um ebenfalls endlich erfolgreich abzunehmen, denn ich weiß, wie schwer es ist, endlich eine Methode zu finden, mit der man erfolgreich abnehmen kann und wo man auch wirklich durchhält. Viel Spaß! Tipp Nummer 1. Kalorien. Berechne mit Hilfe deiner App wie zum Beispiel Jazio deinen täglichen Kalorienbedarf und gehe ca. 200 bis 500 Kalorien runter. Ich zum Beispiel durfte 1500 Kalorien am Tag essen, aber habe das Ganze auf 800 Kalorien am Tag runtergeschraubt. Nicht, weil ich genau 800 Kalorien am Tag essen wollte, sondern damit ich auch wirklich unter 1000 Kalorien bleibe, da ich mit Kalorienzählen gar nichts am Hut hatte bisher und nicht wusste, wie das Ganze funktioniert und ebenfalls genauso wenig Kalorien abschätzen konnte. Daher habe ich das Ganze auch wirklich auf 800 belassen, damit ich auch wirklich unter 1000 Kalorien am Tag bleibe. Und natürlich auch, damit ich an einigen Tagen ein wenig drüber liegen darf. Versuche mit der Jazio-App auch wirklich in der ersten Woche bzw. in den ersten Wochen deiner Diät zunächst einmal die Kalorien wirklich genau zu zählen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Kalorien denn die ganzen Produkte so an sich haben, damit du es auch später einigermaßen abschätzen kannst und nicht genau jede einzelne Kalorien nachzählen musst. Daher ist es wichtig, dass du in den ersten 2 Wochen wirklich genau schaust, wie viel Kalorien welche Produkte haben. Und wenn du dann endlich das Gefühl dafür bekommen hast, dann kannst du es mit den Kalorien zählen lassen und dann auch wirklich alles nur noch abschätzen. Tipp Nummer 2. Bau dir auf keinen Fall Stress oder Druck auf, indem du dir alles auf einmal verbietest. Denn in den ersten Tagen wirst du eh geschockt sein, wie viel Kalorien du unbewusst in dich hineingestopft hast jedes Mal. Denn selbst die kleinsten Dinge haben meist mehr als 300 Kalorien. Nach und nach wirst du natürlich ein viel besseres Gefühl dafür bekommen, viel bewusster damit umgehen und dich auch dementsprechend ernähren. Damit du am Anfang deiner Diät auch möglichst wenig Druck und Stress während dieser Phase hast, darfst du auch wirklich alles essen, was du möchtest. Doch das Einzige, worauf du achten müsstest, ist deine Kalorienanzahl, die du auch wirklich jeden Tag beachten musst. Kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 3, und zwar die Aufteilung deiner Mahlzeiten. Denn es gibt viele Menschen unter uns, die zum Beispiel niemals das Haus ohne ihr Frühstück verlassen können. Wiederum auch andere, die auch wirklich jedes Mal auf ihr Frühstück verzichten können. Und natürlich auch andere, die zum Beispiel niemals am Abend auf ihr Essen verzichten möchten. Hierbei muss man sich auf keinen Fall an irgendwelche Tipps von Ernährungsexperten halten und niemals auf sein Frühstück und so weiter verzichten, nur weil es einem so empfohlen wird. Denn wir wissen, jeder Körper ist anders, genauso wie auch das Verlangen. Und genau das ist hierbei der Wendepunkt. Ihr müsst nicht genau das tun, was euch die Ernährungsexperten raten, sondern euch komplett nach eurem Körper richten. Denn wenn ihr wisst, ihr braucht morgens früh ein deftiges Frühstücksessen, damit ihr auch den Tag überlebt, dann teilt ihr euch das Ganze auch genauso auf, aber mit dem Wissen, dass ihr dann den Tag über weniger Kalorien für andere Mahlzeiten überhabt. Oder wenn ihr lieber mehr zu Mittag isst, dass ihr euch dann die Kalorien dafür einspart. Ich persönlich habe es so gemacht, dass ich mir die Mahlzeit in der Tagesmitte gesetzt habe, sodass ich etwas Deftiges zu mir genommen habe, ohne großen Hunger ins Bett zu gehen. Das war ungefähr zwischen 15 und 17 Uhr. Je nachdem, wie hungrig ich war, habe ich dann halt immer früher gegessen. Da habe ich natürlich dann halt immer was Warmes gegessen und mich halt die Zeit davor immer mit Obst und Wasser ernährt, um den Hunger in Zaum zu halten und natürlich auch meine üblichen Fressattacken am Tag zu meiden. Es ist wirklich bei jedem unterschiedlich, zu welcher Zeit man auf welches Essen verzichten kann. Man kann natürlich entweder wie ich eine Mahlzeit sozusagen am Tag festlegen, worauf man sich den ganzen Tag freut und auch wirklich mit dieser Mahlzeit schon fast den gesamten Kalorienbedarf am Tag abdeckt. Ihr könnt euch natürlich eure Mahlzeiten zu 5 bis 10 Mahlzeiten am Tag aufteilen. Es ist natürlich hierbei völlig irrelevant, zu welcher Zeit man was isst. Wichtig ist nur, dass man wirklich bei seinem täglichen Kalorienbedarf bleibt und diesen nicht überschreitet. Tipp Nummer 4, eines der wichtigsten Tipps bei einer Diät, ist es, die Kontrolle über sein Essverhalten zu gewinnen. Denn erst wenn man die Kontrolle darüber hat, was man zu sich nimmt, stopft man sich auch nicht mehr stündlich mit ungesunden Sachen voll. Auch wenn es sich für einen sehr wenig anfühlt, haben die meisten Produkte wirklich sehr viele Kalorien. Daher ist es hierbei auch wirklich super wichtig zu wissen, wie viele Kalorien man am Tag sozusagen zu sich genommen hat. Und am Ende des Tages fühlt man sich auch viel besser, da man auch genau weiß, was man im Magen hat. Tipp Nummer 5. Wer seinen Stoffwechsel auf Vordermann bringt, kann ein Gewicht eigentlich nur noch verlieren, denn hierbei wird die Verdauung beschleunigt und schneller aus dem Körper befördert. Hierzu gibt es unzählige gesunde Lebensmittel, die dazu beitragen, wie zum Beispiel Himbeeren, grüner Tee, Pfefferminze, Kaffee, Flohsamenschalen, Zitrone, Ingwer, Äpfel und viel mehr. Tipp Nummer 6.
Um meiner Diät ein wenig auf die Sprünge zu helfen, habe ich jeden Morgen auf nüchternen Magen ein Ingwergetränk zu mir genommen, welches ich mir selbst zubereitet habe. Denn Ingwer bringt nicht nur den Stoffwechsel in Schwung, sondern sorgt auch dafür, dass das Fett schneller verbrannt wird. Zusätzlich zügelt es auch noch den Appetit, was mir auch wirklich jeden Morgen sehr geholfen hat, bis ca. 17 Uhr auf meine warme Mahlzeit zu warten. Dieses Getränk besteht jeweils aus einem Teelöffel frischem Ingwer, Zitronensaft und Apfelessig. Dazu kann man natürlich auch nochmal einen Teelöffel Honig hinzugeben, wer mag. Mir persönlich hat das Ganze ohne Honig viel besser geschmeckt. Tipp Nummer 7, wie bereits schon erwähnt, solltest du auf jeden Fall in der Anfangszeit deiner Diät wirklich Stress und Druck vermeiden und auch wirklich alles essen, wonach dir ist. Zusätzlich aber auch darauf achten, dass du deine tägliche Kalorienanzahl nicht überschreitest. An einigen Tagen kann es mal ruhig drüber liegen, aber solange man sich dann in den nächsten Tagen weiter an den Plan hält, ist das überhaupt nicht schlimm. Denn ihr wisst ja, das Gewicht kam auch nicht von heute auf morgen, sondern auch über eine längere Zeitspanne. Daher solltet ihr das Ganze auch wirklich super locker und gelassen angehen, denn nach einer Zeit werdet ihr auch selbst merken, dass ihr gar keine Lust mehr auf so süße Sachen oder fettiges Essen mehr habt und euch dann auch wirklich viel mehr auf gesündere Sachen konzentriert. Tipp Nummer 8, die Waage. Ich persönlich habe mich wirklich jeden Tag meine Diät gewogen, was natürlich wirklich ziemlich kontraproduktiv ist für die große Motivation, die man am Anfang seiner Diät hat. Denn das Gewicht wird zwar in den ersten Tagen vielleicht sehr schnell fallen, aber dafür in den nächsten Tagen und Wochen viel, viel langsamer. Hierbei sollte man sich auf keinen Fall demotivieren lassen. Und wenn das Gewicht mal stehen bleiben sollte, solltet ihr auf keinen Fall das Handtuch werfen und auch wirklich weitermachen. Denn abnehmen ist nicht leicht, aber wer von euch durchhält, wird das Ganze auch schaffen. Kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 9, welches genau an diesem Thema anknüpft, und zwar dem Gewichtsstillstand. Denn es ist völlig normal, dass man in einer gewissen Zeit nichts mehr an Gewicht verliert, obwohl man sich an seinen Plan komplett hält, da der Körper auch Zeit für die Umstellung und so weiter benötigt. Hierbei hängt es aber auch von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel, du verbrennst durch Sport weniger Kalorien als du denkst, so wie auch bei der Ernährung die Kalorien häufig unterschätzt werden, so überschätzen wir auch den Kalorienverbrauch durch Sport. Oder du hast aktuell mehr Wassereinlagerung im Körper, so kann es gut sein, dass sich das Gewicht auf der Waage für mehrere Wochen nicht verändert, obwohl du Körperfett abgebaut hast. Oder du hast aktuell sehr viel Stress, denn zu viel Stress und zu wenig Entspannung erhöhen den Cortisolspiegel, was natürlich das Abnehmen erschwert. Tipp Nummer 10, lass dir während deiner Diät wirklich von niemandem etwas anderes einreden. Solange du mit deinem Plan deiner Diät Erfolg hast, bleib dabei. Was du aber auf keinen Fall tun solltest, ist direkt auf alles zu verzichten und dich nur von Luft und Wasser zu ernähren. Denn nicht zu essen ist wirklich sehr gesundheitsschädlich und kann auch wirklich zur Magersucht führen. Daher lieber etwas gesünder und langsamer abnehmen, statt sich gesundheitlich zu schaden. Mach es einfach auf deine Art und Weise, wie ich auch auf meiner. Denn ich habe wirklich alles gegessen, wonach mir war. Ob Berliner, Sandwiches, Burger, Spaghetti, alles Mögliche. Was mir natürlich noch wichtig war, ist, dass ich mich in meiner täglichen Kalorienzahl bewege und nicht darüber hinausgehe. Obwohl es auch mal Tage gab, wo ich ein wenig darüber hinaus lag, was aber überhaupt nicht schlimm ist und was meiner Diät auch gar nicht geschadet hat. Ihr müsst einfach nur rausfinden, wie ihr das machen möchtet. Ob ihr eure komplette Ernährung umstellt oder noch Sport hinzufügt, denn dann habt ihr noch viel mehr Extras, wenn ihr euren Sport noch hinzufügt. Denn dann darf man ein bisschen mehr Kalorien zu sich nehmen. Wirklich wichtig, dass ihr euch keinen Stress oder Druck aufbaut, indem ihr euch alles auf einmal verbietet oder ständig daran denkt, dass ihr dies oder das nicht essen dürft. Denn genau solche Punkte führen zum Heißhunger oder auch zum Abbruch der gesamten Diät, wo man eigentlich nur denkt, ich höre jetzt auf, ich habe keine Lust mehr. Daher solltet ihr auch wirklich ziemlich locker an die Sache rangehen und euch auch trotzdem ab und zu mal was gönnen. Nach ein paar Wochen dieser Diät werdet ihr euch das ganze ungesunde Zeug langsam aber sicher abgewöhnen und euch auch wirklich ziemlich bewusst ernähren. Denn es ist wirklich auch nur eine Gewohnheitssache, was man denn täglich zu sich nimmt. Ansonsten war es das eigentlich auch schon viel von mir, denn das war der Weg, wie ich meine Kilos verloren habe, obwohl ich gedacht habe, dass ich es niemals schaffen werde. Hierzu gibt es natürlich auch viele, viele Wege, um gezielt und erfolgreich abzunehmen. Aber wenn ihr genauso tickt wie ich und jede Diät bei euch bisher gescheitert ist, dann werden euch die Tipps auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Ganze gefallen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!